Warum wird eigentlich in Schule so selten mit Medien unterrichtet? Mit digitalen Medien. Also an den Argumenten liegt es nicht. Meine Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Jahren, könnte man sagen Jahrzehnten, zahlreiche Argumente versammelt, warum es wichtig ist, sich in zweierlei Hinsicht gleich mit Medien in der Schule zu beschäftigen. Nämlich erstens mit dem Lehren und Lernen mit Medien, mit der Mediendidaktik, also der Frage, wie kann ich Unterrichtsinhalte ansprechend aufbereiten, wie kann ich Medien dafür nutzen, aktivieren und so weiter. Und aber auch mindestens genauso wichtig die Frage, was muss ich in der Schule über Medien lernen, das heißt also die Medienbildung in der Schule. Beide Aspekte sind wichtig, aber so richtig kommt die Medienbildung in der Schule nicht voran. An den politischen Absichtserklärungen kann es auch nicht liegen, denn die KMK, die Kultusministerkonferenz, hat 1995 die erste Erklärung schon zur Medienbildung in der Schule veröffentlicht. 2012 dann eine weitere, ebenfalls zur Medienbildung in der Schule. Und 2016 dann noch eine zur Bildung in der digitalen Welt. Auch mit Fokus, starkem Fokus auf Schule. Das heißt also, es liegt nicht an den Argumenten und nicht an den politischen Absichtserklärungen. Woran liegt es sonst? Für mich gibt es 3,5 Argumente. Das erste Argument ist, es mangelt noch an der Ausstattung. Sehr viele Schulen haben einfach noch keine geeignete Ausstattung. Manchmal ist die Ausstattung alt und die Infrastruktur wird entsprechend auch benötigt. Es reicht ja nicht, dass man ein paar Medienecken hat und ein paar Computer, sondern es geht darum, dass diese entsprechend vernetzt sind, funktionierendes WLAN und so weiter. Idealerweise auch einen kleinen Learning Management Server und so weiter. Das alles gehört zum Thema Ausstattung und Infrastruktur und da mangelt es in den meisten Schulen noch enorm. Natürlich nicht in allen Schulen, es gibt so Leuchtturmschulen, die wirklich wunderbar ausgestattet sind und es gibt ganz außergewöhnliche Schulträger, die entsprechend ihre Schulen in wunderbarer Weise ausstatten, aber das ist eher, wenn man in die Breite schaut, doch eher die Seltenheit. Und das zweite Argument ist die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Nicht jede Lehrerin, nicht jeder Lehrer hat im Rahmen seiner Ausbildung eine Möglichkeit gehabt und hat sie aktuell auch, entsprechend eigene Medienkompetenz zu entwickeln, medienpädagogische Kompetenz, das ist die Kompetenz, die man braucht, wenn man die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern will, und auch keine mediendidaktischen Fähigkeiten ausprägen. Wir haben das mal erhoben und wir haben festgestellt, dass man gerade mal in 51 Hochschulen von 426, glaube ich, waren es, oder 423, medienpädagogische Inhalte überhaupt studieren kann. Das heißt also, dass die Medienbildung in Schule ankommt, ist in hohem Maße natürlich auch davon abhängig, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit haben, im Rahmen ihrer Ausbildung und später auch im Rahmen der Fortbildung, medienpädagogische Inhalte überhaupt zu studieren, sich entsprechend fortbilden zu lassen. Und der dritte Punkt ist, mindestens genauso wichtig, ist Unterstützung. Und dabei meine ich nicht nur technische Unterstützung, die immer auch mal eher auch thematisiert wird, sondern natürlich mindestens genauso wichtig auch die methodisch-pädagogisch-didaktische Unterstützung und bis hin auch zu einer organisatorisch-juristischen Ausstützung, die sich dann eher an die Schulleitungen richtet. Und das alles sind im Wesentlichen 3 Gründe, warum die Medienbildung in der Schule nicht so richtig vorankommt. Ich habe vorhin gesagt, das sind eigentlich 3,5 Gründe und der halbe Grund, den ich jetzt noch ergänzen möchte, das weist eigentlich auf so eine traditionelle Voreingenommenheit von Lehrerinnen und Lehrern gegenüber Medien hin. Nämlich, wenn ich jetzt tatsächlich in der Geschichte ein bisschen zurückblicke und denke so an den Dorflehrer, der hatte beispielsweise auch so seine Schwierigkeiten mit einem der ersten Medien, nämlich mit der Zeitung. Denn bevor es die Zeitung gab, war die Lehrerin, der Lehrer, der Informationslieferant im Dorf, derjenige, der alles wusste. Er hatte das Informationsmonopol. Und
Das ist der Grund, glaube ich, warum sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, die sozusagen ihre Relevanz daraus ziehen, dass sie entsprechend alles wissen für ihre Schülerinnen und Schüler, eine Schwierigkeit auch mit Medien haben. Denn die Medien, die kratzen an diesem Informationsmonopol. Wie kann man damit umgehen? Eigentlich ist es ganz leicht, denn ich glaube, das hat nur etwas damit zu tun, dass wir darüber nachdenken müssen, was macht eigentlich eine moderne Lehrerin oder einen modernen Lehrer aus? Ist es tatsächlich die Fähigkeit, alles zu wissen? Ich würde sagen, nein. Sondern es geht eher darum, einen Raum für die Schülerinnen und Schüler zu bereitzustellen, in dem sie möglichst gut einen bestimmten Fachinhalt, ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Frage verfolgen können. Die Schülerinnen und Schüler dann dabei zu unterstützen in ihrem eigenen Lernprozess. Das kann manchmal sein, das kann moderierend geschehen, das kann aber auch durchaus streitend geschehen oder auch manchmal muss man dem einen oder anderen Schülerinnen oder Schüler dann vielleicht auch mal anstupsen. Ja? Darin sehe ich eigentlich die Aufgabe einer modernen Lehrerin oder eines modernen Lehrers. Und wenn wir alle diese 3,5 Punkte berücksichtigen können, dann geht es auch mit der Medienbildung in der Schule weiter.